Moin Leute! Im Frühjahr 2021 haben wir einen völlig verwilderten Kleingarten in Berlin-Pankow übernommen. Und was nun fast anderthalb Jahre später daraus geworden ist, das zeigen wir euch in diesem Video. Bleibt dran! Moin Leute, es ist Pfingstwochenende und für mich ist das wie Urlaub, denn Martin ist nicht da. Der ist verreist übers Wochenende, der ist in Krakau und ich habe mal Zeit für mich ganz allein im Garten. Ist auch immer ganz schön und deshalb frage ich euch, wie ist es für euch? Seid ihr auch mal gerne alleine im Garten oder seid ihr immer alleine im Garten? Wie ist das so? Ich werde das auf jeden Fall genießen und was ich an diesem Wochenende auf jeden Fall machen werde, ist das Gewächshaus zu Ende bringen. Also alle restlichen Platten reinbringen, festmachen und eigentlich möchte ich auch schon dort so ein bisschen die Gestaltung anfangen, also den Boden dort entweder entsprechend aufbereiten und vielleicht sogar die Sachen, die wir da noch reinpflanzen wollten, schon reinpflanzen. Außerdem wollte ich ein paar Sachen, den Strauch beschneiden hier, den Perückenstrauch. Und diverse andere Kleinigkeiten stehen an. Nächste Woche ist ja, das Wochenende ist ja langer Tag der Stadtnatur, wo wir an beiden Tagen, an Samstag und Sonntag, jeweils einen Gartenrundgang hier machen mit den BesucherInnen. Und da muss hier noch einiges auf Vordermann gebracht werden. Aber dafür habe ich dann alleine an diesem Wochenende ordentlich Zeit. Und ich glaube, ich werde es auch genießen und mir auch die Zeit nehmen, die ich dafür brauche. Ja, und außerdem habe ich entspannt Zeit, mal heute rüber zu gehen und Gitti zu besuchen. Die zeigt uns nämlich ihren Garten. Ich war ja letztens mal kurz da und da habt ihr in die Kommentare geschrieben, dass ihr euch freuen würdet, wenn ich meinen Gartenrundgang bei Gitti mache. Und das machen wir diesmal. Und der Gartenrundgang bei Gitti war wirklich super interessant. Super schöner Garten, viele Blumen, einiges an, auch an Gemüsepflanzen. Wenn ihr den sehen wollt, dann gibt es dazu ein extra Video. Das werden wir im Laufe der Woche online bringen. Vielleicht am Donnerstag, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich so schaffe. Aber wie gesagt, es gibt ein extra Video mit dem Gartenrundgang von Gitti. Am besten, ihr abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr nämlich über jedes neue Video informiert. Das auch gleich mal abgefrühstückt. Schwupps, herzlich willkommen in unserem Gewächshaus. Und ja, es hat sich einiges getan, aber es bleibt noch Ausbesserungsarbeit, das sage ich euch gleich mal. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht und gebe auch mal ein kleines Resümee zu diesem Gewächshaus, was wir für nicht mal 200 Euro gekauft haben. So, dann fangen wir mal hier an. Also dieses Gewächshaus oder ähnliche Bauart gibt es sie ja wirklich vielfach im Internet zu bestellen. Dort haben wir es auch bestellt und ich muss dazu sagen, gleich bei dem Preis, weil ich ein baugleiches auch verlinkt hatte unter dem letzten Video, was ein ganzes Stück teurer war als unseres hier. Wir haben für unser Gewächshaus 189 Euro bezahlt und für das Fundament, ich glaube, knapp 40 Euro extra noch. Ja, und ich habe gesehen, dass das Gewächshaus so in aller Regel jetzt bei 300 Euro knapp liegt, inklusive des Fundaments. Also, wir haben wirklich ein Schnäppchen gemacht, aber ob man dafür jetzt 300 Euro ausgeben will mit dem entsprechenden Fundament, ich glaube 264 oder ähnlich ohne Fundament, das muss jeder für sich selbst wissen. Es ist eine ganz einfache, leichte Bauart und wir haben einfach nicht die Klammern benutzt, die man benutzen sollte, weil wir überhaupt gar nicht damit klargekommen sind. Wir haben es direkt verschraubt und wir haben dafür so eine Spenglerschrauben genommen, die hier so eine Kunststoff-Gummimutter drunter haben. Und wir haben auch nicht genug Schrauben bestellt. Wir müssen hier noch mal ein bisschen mehr schrauben. Das ist vorgebohrt. Wir haben es wirklich so ein bisschen in Anführungsstrichen verschlimmbessert, also für uns ein bisschen sicherer gemacht, indem wir diese Schrauben da benutzt haben. Und ich kann sagen, für den Preis ist es auch total und völlig in Ordnung. Diese Scheiben, wenn sie mal kaputt gehen, dann doch auch mal kaputt gehen, kann man sie auch immer wieder relativ kostengünstig nachkaufen im Internet. Also das ist jetzt überhaupt kein Problem.
Es hat sogar ein Fenster hier drin, was man verstellen kann und feststellen kann. Es ist eine ganz, ganz einfache Bauweise. Hier ist auf manchen Bauteilen so viel Spannung drauf. Andere haben so große Spaltmaße. Das wundert mich oder uns gar nicht bei dem Preis. Wir finden es total in Ordnung und angemessen. Muss jeder wissen, was er will. Aber wenn ich so überlege, ein vernünftiges Gewächshaus zu kaufen, vernünftig sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder ein großes Gewächshaus mit 8 bis vielleicht sogar 12 Quadratmeter, die bei uns in der Kleingartenanlage zulässig sind, dann ist man schnell mal 1.500 oder auch 2.000 Euro los, wenn man sagt, man will was Vernünftiges haben. Alternativ hierzu eines, was nicht mal, also ohne das Fundament, nicht mal 200 Euro kostet, ist völlig in Ordnung. Oder mit allem drum und dran, dann diese knappen 300 Euro, denke ich, ja, ist völlig in Ordnung. Das im Verhältnis gesehen zu diesen, wir haben ja auch hier dieses Frühbeet-Gewächshaus quasi. Ich glaube, auch das hat schon 40, 50 Euro gekostet und ist nochmal viel schlechter von der Verarbeitung. Dann ist das hier schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser. Ja, mal gucken, wie lange es hält. Wir überlegen halt jetzt, wie wir die Innengestaltung machen. Die Idee war anfangs hatte Martin gesagt, dass wir doch hier dann so einen Weg noch ausgraben könnten, dass man auch ein bisschen tiefer noch hier steht. Ich glaube, die maximale Höhe waren 1,95. Ich habe jetzt 1,84 ungefähr, also 1,95. Das ist aber okay. Man muss es gar nicht tiefer haben, finde ich. Man könnte theoretisch, finde ich, hier einfach Boden auflockern, ein bisschen austauschen bzw. auch untermischen. Das ist der Plan. Wir haben schon neue Erde auch liegen. Aber man könnte vielleicht einfach auch Tritte reinmachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schieferplatten oder Gehwegplatten, irgendwas, damit man nicht so viel von der Fläche verschwendet, weil wenn man halt dann Weg quasi reinmacht, dann würde ich glauben, dass man schon ziemlich viel verschwendet. Und die Gehwegplatten, die hätten wir sogar noch zur Verfügung. Ja, was meint ihr? Wie würdet ihr dieses wirklich kleine Gewächshaus innen gestalten, also zur Begehung? Schreibt es doch auch einfach mal gerne in die Kommentare. Ja, und natürlich freuen wir uns auch über eure Kommentare, in denen ihr uns schreibt, was ihr denn für ein Gewächshaus habt, also wie groß eures ist. Ob ihr es total albern findet, dass wir so ein 3,6 Quadratmeter, also schreibt es gerne mal, was ihr davon haltet. Wir sind auf jeden Fall voll begeistert. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt reinkriegen werden. Da kommen auf jeden Fall Tomaten rein, da soll Honig oder Wassermelone rein. Ja, wir probieren es einfach aus. So, und ich habe es jetzt mal ganz frech gewagt. Nachdem unsere Nachbarin Gitti erzählt hat, dass sie ihren Knoblauch geerntet hat, habe ich jetzt auch mal den Knoblauch aus dem Pflanzer genommen, der ja nun schon seit einer halben Ewigkeit da drin ist. Und ich schon immer zu Martin sagte, der kommt nicht mehr. Ja. Und was ich festgestellt habe, ist, dass hier unter anderem die Zehen mit dem meisten Blattwerk, ja, also ein riesiges Teil, da kommt oben schon die Blüte, sagen wir fast, so aussieht. Wie ein Porree eigentlich. Ist aber kein Porree, also soll jedenfalls keiner sein. Aber dann genauso so ein kleines Pflänzchen hier, wie ihr es sehen könnt, dann eine ganz schöne Knolle hat. Also klar, ist jetzt nicht supermarktreif, aber viele sind, das ist schon okay. Also ich finde, damit kann man gut leben. Jetzt stellt sich nur die Frage, was man damit macht. Wird der jetzt zum Trocknen aufgehangen oder sagt mal Bescheid, schreibt mal in die Kommentare. So, ein neuer Tag bei uns im Kleingarten und es ist Pfingstsonntag und wie auch schon im letzten Jahr haben wir festgestellt, gesetzliche Ruhezeiten gelten nicht auf Vereinsfesten. Und deshalb habe ich gedacht, heute werden wir mal ein bisschen Sachen machen. Ich will hier Sachen beschneiden, Hecken, Formschnitt selbstverständlich, ja, weil die nimmt gerade ein bisschen Überhand und auch ein paar Bäumchen. Das machen wir jetzt fertig. Vorne zum Beispiel die Magnolie oder auch der Holunder nehmen schon so viel Platz ein, dass die Maulbeersträucher und der andere Kram ein bisschen ja, im Schatten stehen, würde ich jetzt mal sagen. Können wir mal hingucken. Gehe ich mal durch. Vielleicht hören wir das. Das Fest sogar. Ist ja ordentlich was los da heute. Ja, da weht am Vereinshaus auch die Fahne des Vereins. Das ist natürlich schön, wenn so Vereinsleben stattfindet. Ist jetzt nicht so ganz unsere Musik, aber es gibt dieses Jahr sogar
eine vegane Bratwurst. So, und jetzt sehen wir hier Maulbeeren und das sind diese schönen Sträucher. Das entwickelt sich alles ganz gut, aber wie ihr seht, ist ganz schön im Schatten. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es bringt, wenn ich hier wegschneide. Aber der Holunder soll da jetzt nicht alles zuwuchern. Dementsprechend schneide ich den definitiv zurück. Und so zwei, drei Äste von der Magnolie werden auch eingekürzt. Denn ja, die ist eh sehr, sehr groß und buschig. Dementsprechend kann da auch ein bisschen was weg. Das würde sonst nämlich wieder auch auf die Straße raufwachsen. Und dann haben wir wieder den Punkt der Verkehrssicherungspflicht. Das heißt also, wir sind ja dafür verantwortlich, dass hier auch die vielen Fahrzeuge, die hier langfahren, nicht durch irgendwelche Geschichten, für die wir verantwortlich sind, wie zum Beispiel das Tauschregal, irgendwie behindert werden. Schöne Grüße gehen in die Parzelle 56. Da schrieb der Parzelleninhaber, nämlich, dass er froh ist, dass das Tauschregal weg muss, wenn er das nächste Mal besoffen nach dem Vereinsfest hier mit 80 km/h mit seinem Fahrrad langdüst, dann ist auch diese Gefahr wenigstens gebannt. Wir freuen uns, dass wir wenigstens dort ein bisschen mehr Sicherheit geben konnten. So, und jetzt ist es soweit. Ich habe gedacht, die Hecke so ein bisschen in Form bringen. Das kann nicht schaden, gerade wenn am nächsten Wochenende ja der lange Tag der Stadtnatur ist und wir hier Besuch bekommen. Sie blüht auch noch nicht ganz stark, also ein bisschen was werde ich hier schon machen, damit es einfach mal auch ordentlich aussieht. Ja, hier vorne habe ich schon jetzt ordentlich weggekriegt. Da kommt auch wieder mehr Sonne ran, also jetzt zu dieser Tageszeit natürlich nicht. Aber grundsätzlich ja schon. So, und jetzt kann man es auch sehen. Ein sehr, sehr behutsamer Formschnitt. Einfach nur das Ganze wieder ein bisschen rund bekommen und sogar geschaut, dass Blüten stehen bleiben soweit. Ja, hier ist doch auch einiges angefallen. Das aber viel mehr aus dem Bereich des Holunders und ein bisschen von der Magnolie, damit auch hier unser Beet vorne genügend Sonne abbekommt. Und nachdem das Beet vorne, nicht das Beet, sondern die Hecke vorne geformt wurde, passiert jetzt das Gleiche auch mit der Hecke hier hinten. Die ist noch ein bisschen größer sogar. Und jetzt will ich auch schauen, wirklich diesen Formschnitt so vorsichtig zu machen, dass wir hier diese großen Sachen abschneiden, die hier rüber gucken, aber trotzdem die ganzen wunderbaren Blüten nicht abschneiden. Und ja, ich denke, das kriegen wir irgendwie schon ganz gut hin. So, jetzt sieht man auch hier ein bisschen mehr Form an der Hecke. Aber auch hier ganz sachte geschnitten, nicht zu dolle. Und auch der Mohn darf hier noch stehen bleiben, auch wenn der verblüht ist. Hier kann man sich dann entsprechend die Samen auch holen, wenn das Ganze schön ausgetrocknet ist. Ja, so sieht es hier auch mit der hinteren Hecke aus. Ich habe auch einfach keine Lust mehr, sind glaube ich jetzt gerade, keine Ahnung, 26, 27 Grad. Und ich habe auch noch so viele andere Sachen zu machen. Na gut, dann baue ich hier mal ab. Also eine Sache habe ich heute nämlich noch vor, die mir wichtig ist. Ich hole den Knoblauch auch aus dem Beet heute mal raus. Ich habe keine große Hoffnung, dass da so große dabei sein werden. Die aus dem Pflanzsack, die ich gestern rausgeholt habe, die sehen ja gar nicht so schlecht aus und hängen hier schon zum Trocknen. Also, wie ist eure Knoblauchernte bisher verlaufen? Schaue ich mir mal an, dazu stelle ich euch mal hier so auf. Ich hoffe, das funktioniert ganz gut. Dann beginnen wir mal hier vorne gleich. Ganz schön fest hier drin. Oh, ja, doch, sieht jetzt nicht so schlecht aus, finde ich. Oh Gott, vielleicht muss man auch nicht so schlecht. Also gut, es sind jetzt keine Riesenknobläuche, muss man sagen, ja. Aber die erste sind ziemlich klein geworden. Die hier auch leider. Ich hatte ja so ein kleines
Experiment gestartet und hier so ein bisschen den Knoblauch gemulcht. Und der gemulchte Knoblauch ist vielleicht sogar ein bisschen besser geworden. Also mit, wie heißt es, Rasenschnitt gemulcht. Ja, es sind ein paar schöne dabei, ein paar enttäuschende dabei. Oh Gott, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, länger drin lassen hätte halt einfach auch nichts mehr gebracht. Martin wollte ja immer noch abwarten. Aber ich sag, wir brauchen doch langsam das Beet, um da noch mehr Sachen reinzubringen einfach. In das Kürbisbeet hier. Stellt sich die Frage, was man hier so in die Mitte noch reinmachen kann in das Kürbisbeet. Weil hier außen sind ja Kürbisse drin, da ist auch ein bisschen Spinat. Ach Gott, jetzt habe ich es tatsächlich einmal abgerissen. Ach, hier sind ja auch noch welche. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Sorte war. Marvin hatte da ja welche bestellt. Im Internet bei einem anderen, bei einem Gartenhändler, der auch einen YouTube-Kanal betreibt. Ja. Zwei verschiedene Sorten waren es, glaube ich. Und ich kann gar nicht sagen, welche ist, aber bei uns hat es jetzt nicht so gefruchtet, muss ich sagen. Schon extrem schade. Wer Tipps hat, was man machen kann, damit der Knoblauch besser wird, dicker wird und nicht abreißt, wenn man ihn hier sich rausholt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Gedüngt haben wir ihn, aber vielleicht auch nicht häufig genug. Wie oft muss man den denn düngen und vor allem mit was? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ach, wir haben wahrscheinlich zu wenig gedüngt. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also klar, hier ist jetzt einiges schon zusammengekommen. Hier liegt einiges, aber die Dinger sind teilweise winzig klein. Die ersten, die ich hier hatte, unter der Mulchschicht, sind definitiv noch die größten. Damit kann ich auch gut leben. Aber ja, ich muss schon zugeben, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Das hätte doch besser ausfallen können. So, nach dieser mickrigen Ausbeute an Knoblauch wird jetzt das ganze Beet hier zurecht gemacht. Also ich hole jetzt mal das ganze Beikraut raus, was hier noch drin steht. Hier sind auch so irgendwelche Frühblüher, die nie geblüht haben. Die hole ich jetzt einfach auch raus, weil wir hier jetzt einfach wollen, dass hier noch weitere Pflanzen reinkommen. Und da hinten steht auch eine ganze Menge Beikraut, was einfach raus muss. Das da ist übrigens kein Beikraut. Das ist Spinat. So, und dann geht es hier weiter mit dem Ernten. Einiges gibt es ja doch, wobei auch in diesem Fall geht es einfach um Knoblauch. Wir hatten nämlich Knoblauch nicht nur in dem Pflanzsack und in dem Kürbisbeet, sondern auch in unserem großen ersten Palettenhochbeet. Hier nochmal kurz das Ding. Und ja, ich muss sagen, der größte Knoblauch ist in diesem Hochbeet gewachsen. Klar, hier sind auch wieder ein paar kleine dabei, aber ja, gar nicht so schlecht. Die standen ja hier so und da so und ich glaube hier auch zwei Stück. Das ist ganz in Ordnung. Geht jetzt auch zum Trocknen, zum Aufhängen. Und ich habe jetzt überlegt, die ganz kleinen, die werde ich wohl nehmen, und um daraus irgendwie Knoblauchsud zu machen. Weil Knoblauchsud soll ja auch gut gegen Blattläuse sein. Und mit Blattläusen haben wir derzeit nämlich so einige Probleme, sage ich jetzt mal. Wenn man sich hier mal unsere dicken Bohnen anguckt, die sind voll mit Blattläusen, die hier von den Ameisen betreut, beschützt, ich sage jetzt mal, als Nutztiere gehalten werden. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir diese dicken Bohnen anschaue, also diese Pflänzchen, die sehen top aus, ne? Also ich weiß nicht, inwiefern die Blattläuse hier eigentlich so ein riesig großes Problem darstellen. Anders als die Verpackung es vielleicht ahnen lässt, ist es hier kein Apfelmus, sondern kann man die schöne Farbe eigentlich erkennen? Ne, es ist grün. Ziemlich grün, grün-braun, habe ich gestern angesetzt, das ist Brennnesselsud. Und zwar wird der hergestellt aus
frischen Brennnesseln. Man nimmt ungefähr 200 Gramm frische Brennnesseln. Die erntet man. Die haben wir hier vorne unter der Magnolie geerntet. Da standen etwa 200 Gramm Brennnessel. Dann habe ich das eine Stunde beiseite gelegt einfach und ruhen lassen. Also die Brennnesseln habe sie dann klein geschnitten in so ein Glas und dann mit einem Liter kochendem Wasser übergossen. Und das Ganze sollte dann 24 Stunden, also einen Tag ziehen. Und jetzt kann das entsprechend verdünnt, muss ich nochmal gucken, sage ich euch auch gleich, dann aufgesprüht werden auf die Pflanzen. Natürlich nicht in der größten Mittagshitze wie jetzt, denn da sollte man ja sowieso nicht, auch nicht gießen, weil, weiß nicht, Physik jetzt nicht so aufgepasst, aber ich glaube, irgendwie das Wasser auf den Pflanzen kann dazu führen, dass es da zur Verbrennung kommt jedenfalls. Oder ähnlich. Korrigiert mich gerne, wenn das andere Gründe gibt. Ja, das probieren wir auf jeden Fall auch aus, ist nämlich natürlich. Jetzt weiß ich gar nicht, ob dieser Brennnesselsud wirklich gegen die Blattläuse wirkt oder einfach nur in Anführungsstrichen die Pflanze stärkt. Denn solche Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse befallen so eine Pflanze wohl scheinbar auch nur, wenn sie ja nicht kräftig genug ist. Wir hatten das ja mit unseren Johannisbeeren, als die ganz neu waren, klein waren, dass die davon stark befallen waren. Und das hat sich dann auch wieder erledigt. Also ja, vielleicht ist das mit den Blattläusen gar nicht so dramatisch schlimm. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall mal aus mit Brennnesselsud. Nebenöl ist ja irgendwie immer so ein bisschen die letzte Wahl, weil Nebenöl auch auf andere Organismen natürlich dann entsprechend nicht so gut wirkt. Wir versuchen, die Pflanze zu stärken und das in der Zukunft auch mit anderen Geschichten. Da will ich mich oder habe ich mich mal schlau gemacht. Unter anderem machen wir da hinten ja so eine Verjauchung unserer Problembeikräuter und mal gucken, ob man diese Jauche, die da entsteht, auch verwenden kann, um unsere Pflanzen hier dann entsprechend durch Gießen oder Besprühen zu stärken. Verwendet ihr auch so Jauchen? Welche denn? Ich weiß, Ackerschachtelhalm gibt es auch. Wogegen hilft das? Ist auch zum Stärken. Also schreibt doch gerne mal, welche Jauchen oder auch andere biologische Dünger ihr benutzt und ob ihr das einfach aufgießt auf die Blätter oder ins Gießwasser macht und dann nochmal gießt oder wie auch immer. Da wären wir auf jeden Fall sehr gespannt und sehr offen für diese Tipps. Schaut euch mal an, die sind zwar noch nicht reif, aber das sind schon ganz schön dicke Dinger, würde ich mal sagen. Ne? Ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Ja, hier die sehen ein bisschen normaler aus, hätte ich jetzt fast gesagt. So, ne? Hier unten kommen auch Johannisbeeren schon, die langsam ihre Endfarbe oder ihre Farbe bekommen. Endfarbe ja nicht, die werden ja auf jeden Fall noch ein bisschen roter, hoffe ich jedenfalls. Hier kommen auch welche, das sind, denke ich mal, schwarze. Die haben ja so einen Blauton bisher. Hier auch nochmal helle. Ja, der Teich sieht gut aus weiterhin. Mal gucken, ob ich den Frosch sehe. Ah ja, da ist er. Es ist jetzt nur noch ein Frosch zu sehen. Also ein großer Frosch zu sehen. Da hinten hockt er, wie ihr ihn seht. Die anderen beiden, die immer da waren, sind irgendwie nicht mehr zu sehen. Dafür eine ganze Menge kleiner Kaulquappen hier drin. Und wie immer, die Lilien sehen hübsch aus und die Bienen trinken hier vorne. Ich habe gerade mal ein bisschen von dem Regenwasser, wo wir noch ein bisschen was von haben, wieder reingepumpt, weil der Teich doch, habe ich das Gefühl, auch einiges an Wasser, gerade wenn es so heiß ist, verliert an Verdunstung. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen gegenwirken. Und die Jakonnen, super gut. Wir fanden das ja so witzig, dass die hier angeliefert worden waren von dem Versandhändler abgeschnitten, weil die mal auch gar nicht sonst reingepasst hätten in diesen Versandcontainer, in dem die drin waren. Und ganz witzig, dachte, oh Gott, ich dachte, ob die denn auch wirklich kommen wieder. Ja. Und jetzt habe ich letztens erst gehört bei dem lieben Horst, sein Schrebergärtner vom RBB, dass es wohl die Pflanze auch buschiger macht, einfach wenn man sie so abkattet. Und dementsprechend war unsere Angst, die wir da hatten, nicht berechtigt. Ach, was ich ausprobiert hatte, war, weil ich es gelesen hatte, gesehen hatte. Weiß gar nicht, ob ich das bei einem anderen YouTube-Kanal, ich hatte so zu Jakonnen bei dem YouTube-Kanal Neues vom Landei von der Nadja irgendwie mir was angeguckt. Und ich glaube, da ging es auch um die Vermehrung von Jakonnen über Triebe oder über Stecklinge ganz einfach. Und das habe ich probiert. Und so wie es aussieht, hat es funktioniert. Jetzt muss ich gerade noch mal den Steckling raussuchen. Naja, da ist er. Sah erst sehr, sehr traurig aus, weil die Blätter ganz doll runterhingen. Und jetzt gehen die Blätter schon wieder nach oben. Und das Ding wird auf jeden Fall noch mal eine eigenständige Jakonne werden. Das hier ist ja die
Artischocke, auf die ich ganz stolz bin, also was heißt stolz bin, aber die ich ganz toll finde, wo ich mich darauf freue, was daraus wird. Ich habe mich extra geschützt nochmal mit so Schneckenband. Die muss auch nochmal einen schönen Platz finden. Und zwar soll die in den Pflanzsack umziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob genau in den, müsste wohl ein größerer sein, weil die auch echt groß werden können. Aber Pflanzsack hielt ich für sinnvoll, weil man die dann im Winter auch einfach mal vielleicht ins Gewächshaus stellen kann. Vielleicht nicht so schlecht. Genau, aber das ist ja der Pflanzsack hier von den von dem Knoblauch, den ich geerntet hatte, und da muss ich jetzt ein bisschen die alten Wurzelreste noch raus, und da ist extrem viel an Wurzel drin, muss ich es aufdüngen und dann, vielleicht kommt da die Artischocke rein. Wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, glaube ich. Oder was meint ihr, ist es zu grob? Ich glaube, ich mache die Artischocke da rein. Das könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben. So, und jetzt bin ich gerade unterbrochen worden. Während meiner Aufnahme kam dann die Gartenfreundin Ilona wieder. Hallo und liebe Grüße, und brachte hier Moos für die Begrünung unseres Gartenteichs, also hier rundherum, ja, sie hat uns ja schon diverse Pflanzen gegeben für den Teich hier. Diese Pflanzen sind ja auch wichtig, weil die einfach mal, ja, das Wasser reinigen. Ja, ich würde mal sagen, meine Gartenaufgaben haben sich jetzt gerade ein bisschen verschoben. Jetzt muss ich so ein bisschen Moos verteilen und vor allem hier auch noch ein bisschen Wasser wieder reinfließen lassen, weil der Teich ja verliert tatsächlich einiges an Wasser, gerade wenn es jetzt so mega heiß ist. So, was ich jetzt auch mal weggemacht habe, ist, weil man sonst gar nicht sieht, ist das Vogelschutznetz, was wir dort haben und womit wir den Mangold immer geschützt haben. Da sieht man mal, der schießt hier sogar leider schon in die Höhe. Aber bei dem anderen können wir jetzt fleißig anfangen zu ernten. Ansonsten haben wir hier zwei Zucchini-Pflanzen. Ich weiß gar nicht, warum wir nur zwei haben. Da könnten ja eigentlich noch welche dazukommen. Mal gucken, wo wir kurzfristig noch welche herbekommen. Seid ihr in und um Berlin, dann freuen wir uns gerne über Zucchini-Pflanzen. Ansonsten hier eine ganze Menge Bohnen, die Martin gesteckt hatte, die jetzt auch kommen. Bohnen sind ja, soweit ich mich richtig erinnere, Leguminosen, die dafür sorgen, dass der Boden verbessert wird. Ja, so langsam neigt sich dieses Pfingstwochenende, also der Sonntag, Pfingstsonntag, dem Ende. Und ich werde jetzt zum Abschluss dieses wunderbaren Tages, wir haben es heute richtig schön warm gehabt, da hinten scheint die Sonne noch. Und ich habe was abgefüllt hier in der Spritze. Und zwar habe ich ja den Brennnesselsud fertig gemacht. Und den habe ich jetzt tatsächlich nicht verdünnt, denn man sollte Brennnesselsud für die Blattläuse oder gegen die Blattläuse tatsächlich direkt nehmen. Also keine Verdünnung. Und das gebe ich jetzt so als letzte Tagesaufgabe nochmal hier auf die dicken Bohnen und alles, wo richtig, richtig viele Blattläuse sind, auf. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und in ein paar Wochen wissen wir, ob das was gebracht hat oder nicht. Ja, das ist meine letzte Aufgabe für heute. Naja, nicht ganz die letzte Aufgabe für heute. Jetzt werde ich schon von den Gnitzen hier zerstochen. Auf mich wartet mein Laptop. Ich schneide jetzt das Video, damit ihr das morgen am Pfingstmontag frisch bekommt. Nächstes Wochenende geht's weiter. Hier ist langer Tag der Stadtnatur. Kommt gerne noch vorbei. Ein paar Plätze sind noch frei. Wir freuen uns auf euch. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Genießt noch euren Pfingstmontag, der jetzt ja auch quasi zu Ende ist, weil das Video geht ja 19 Uhr online. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, euer Robert. Tschüss.